Insta in Kipp-Modus habe. Was? Nochmals. Nicht gelesen. Ah, scheiße. Na dann, was ist denn hier? Hier so ein Trank. Du. 80 Zähne und. Ah, da ist Mutti. Was hat denn die? Ach, die sieht ja aus. Ach, nee. Das kannst du nicht bringen. Ach, du bist es, Alice. Tritt näher. Warum sollte ich? Ihr wollt mich verspeisen. Nun, du hast mir Manieren beigebracht. Ich habe keinen Appetit mehr auf verrückte Frauen. Ich bin jetzt auf strenger Schweinediät. Mit Speck schmeckt alles besser, findest du nicht? Natürlich findest du das. Also, es gibt da ein paar Schnauzen. Ich habe sie hinter dem Haus gehört. Geh und hol sie mir. Achte auf die Quellgeister, die den Weg versperren. Pfeffer ihnen was, wenn sie dich bedrängen. Sie brauchen Würze und du bist die Speise. Diejenige, die sie ihnen verleiht. Diese Mühle sollte dir gute Dienste leisten. Warum würzt ihr eure Schwarten nicht selbst? Eine Frage der Priorität. Meine Alabasterhaut muss vor den widerlichen Kreaturen geschützt werden, die in der Gegend wüten. Aber dann kommt der Hunger. Schau, du musst doch nur auf das Grunzen horchen und dann die Schnauze abschießen. Soll nicht zu deinem Nachteil sein, zu meinem sowieso nicht. Na, nee, also deine Haut ist... Pfeffermühle! Und? Cool. Na, ab die Soße hier. Schraubelle. Ach nö. So, war's das? Hm. Schön zu wissen, dass es auch geht. Es haben. Nee, da kannst du mich doch verarschen. So, und jetzt Zacho! Ich muss wirklich sagen, dass Feststelltaste auch. Man sieht eher gesagt gar nicht so viel. Also. Da haben wir noch zwei, drei kleine, glitzerkleine Sachen. Oh, Schweineschnauzen. Spitze überall die Ohren, um Schnauzen zu orten. Wechsle in den Zielmodus und schieß mit der Pfeffermühle auf die Schnauzen. Ist die Schnauze voll gepfeffert, wird sie fade und aus einem Stück offenbart. Okay, gut. Mistvieh. Und jetzt? Ja, fliegende Schnauzen ohne Kopf und... Ach du Scheiße. Nicht so mein Ding, aber wir folgen der... Karotte mal. Nee, Schnauzen. Ja, Tod und Pfeffermühle kennen wir doch alle. Das klappt sicherlich mit Tod und Pfeffermühle. Wir haben auch nur 8 Leben. Okay, da kommen wir nicht hoch.
Schnauze. Und jetzt geh. Ja, da ist ein Korb. Und jetzt durch die, ja, kleine Tür. Oh, hopp. Schluck auf hat die. Schöne. Na gut. Wieso schaue ich dir unter den Rock? Ja, muss wohl komplexe und so. Mann, wieso immer aufnehmen meine Nase? Flump und dann. Dann warte ich doch lieber, ey, bis das was kommt. Ja, ist ja gut. Jetzt nicht übertreiben. Ja, ich hab schon genug zu tun. So, da oben. Die haben wir alle hin. Nein, 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 nein. Ich muss ausweichen, das ist nicht meine Stärke. So, jetzt sind wir da oben und können hier noch eine Suppe aufessen, Mädchen. Denkt an die Kälbchen, die dafür gestorben sind. Suppe? Nö, hau doch drauf. Wo ist denn die noch? Ach, da drüben. Na dann. Ist, glaube ich, ruhig in der ganzen Soße hier. Na dann. Noch kurz das hier eingesackt, sammelt. So, jetzt schon da. Aha. Plump, tot, weg. Schön, danke sehr. Ich möchte noch gerne zu... Jetzt da nach unten. Meine Frage ist einfach, kommen wir da wieder hoch? Ja, da kommen wir hoch. Da ist... Jetzt sind aber die Zähne alle weg. Irgendwie komisch. Und wir haben ja hier die Schneckenhäuser. Na, dann gehen wir einfach mal flump hoch. So. Und dann. Tup, doing. Tup, doing. Ich glaube, das kennen wir doch alle hier. Hm? Und so eine Glaskugel, eine Schneeglaskugel. Das haben wir alle schon mal gehabt. Es muss. Nee, das. Ach du Kacke. Nein! Müssen wir ganz nach hinten? Das ist ja nicht zu fassen, ey. Was? Leck mich doch am Sack, ey! Was ist los? Jetzt. Na dann, auf ein neues Abenteuer. Da hinten ist noch was. Da hinten haben wir noch Zähne. Übrigens, man braucht ja Zähne. Das wisst ihr ja vielleicht alle. Ohne Zähne geht da nichts. Ist leider so, ohne Zähne kann man nicht gut essen. Natürlich gibt es heute Methoden und zwar mit in jungen Jahren schon ein Gebiss, da möchte ich nicht sein. So, komm, geh. Juhu!
Schön animiert die Haare. Das gefällt mir hier. Oh, und... Ja, jetzt geht's wieder Schrecken des Todes oder was hier. Naja, Alice. Zwickel, was ist denn das für ein Vieh hier? Nee, ist aber schön die Statue. Gefällt mir. Was? Ach, Tee, so. Weg hier mit Tee. Hui! Boah. Ja, weg, du Mist! Oh. Naja, was immer auch für ein. Ach du Behindi! Ich hasse solche Vier, ey. Das gibt mir jetzt gerade den Geist auf. Solche Schleimis. Naja. Haben wir hier hinten irgendein Special Secret oder so? Ach du Scheiße. Nur mal kurz. Alles speichere selbst. Hm. Hab ich verpennt. Wieso rennt ihr einfach dahin? Das ist mir ein Rätsel. Ich hab nichts gedrückt und schon. Hallo, ihr kleinen Kinder. Ja, jetzt wird gemetzelt. Ach, schon vorbei. Na gut. Dann eben. Nächste Tasche ist irgendwie so wie ein bisschen Mario. Mario Land oder so. Man kommt immer auf andere. Kacke. Ach so. Na gut. Jetzt. Ach, das Spiel ist sackschnell, ey. Ach nö. Muss das sein? Och, da hinten ist noch. Eine. Ein irres Ding. Ein irres. Wenn ich jetzt kürre. Ah. Und nächstes Vieh. Weg! Achso, na gut, dann. Was? Oder Jan? Oder Chen? Ließ es jetzt sein, als hinge dein Leben davon ab. Das tut es nämlich. Sammle diese weißen Beißer, um deine Begegnung mit den weißen Bärtigen hinauszuschieben. Meine Freunde können die Hauerchen gut gebrauchen und du erweiterst deine Waffenmöglichkeiten. Bestätigen. Aha. Warpark-Klinge. Ach so, ein Upgrade oder was? Hier. Für schnelle Attacken und mit zielgerichtetem Schaden ist die Waffenklinge meist ein verlässlicher Partner. Und hier, du hast nicht genug zu einem Upgrade. Natürlich. Na dann. Oh, eine 2. Na dann, beenden. Okay, wir können also das Zeug auch upgraden. Hier fällt ja alles aus den Fugen. Der Hutmacher verabscheut mechanische Fehlfunktionen. Dieses Desaster ist entweder sein Werk oder sein Untergang. Alles. Mal was wieder bekommen, oder? Okay, die Szene sind dafür da, um Upgrades zu sammeln.